einsteigen hier. Moment, Chat. Ist es wirklich so in der Bahn? Ich merke gerade, vielleicht bin ich schon länger nicht mehr Bahn gefahren, weil diese ganzen Bahnjuwelen entgehen mir irgendwie. Doch, als ich in Dresden war und auf dem Rückweg war von Bad Schandau nach Neustadt, Dresden-Neustadt, da saß so ein Dude in der Bahn, der darüber geredet hat, dass er gepackt wurde beim Cannabishandeln und dass er einen guten Anwalt braucht, weil er bald eine Verhandlung hatte. Und das war auch eine richtig wilde Unterhaltung. Und das war natürlich im besten Ostdialekt-Chat. Für mich absolut herrlich, Alter. Ich saß da nur, Chat, ihr müsst euch vor allen Dingen vorstellen, das war letzten Sommer/Herbst in Dresden. Und Sommer/Herbst in Dresden hat jeder einen Fick auf diesen Maskenkram gegeben. Die waren alle so, oh, Maske, wollen wir Maske tragen? Keiner hat Maske getragen. Selbst in der Bahn hat niemand Maske getragen. Ist es mittlerweile in Dresden anders? Ich hoffe, Alter, weil im Sommer und im fucking Herbst war es nicht so. Ich war zweimal in der Sächsischen Schweiz. Ich war zweimal in Dresden. Und zweimal habe ich gesehen, wie alle einen Fick da drauf gegeben haben. Zumindest, dann saß er quasi da in der Bahn und hat darüber erzählt, wie er da so auf Bewährung und so weiter ist und wie er da so was gezahlt hat. Der andere meint so, oh, ich kann guten Anwalt, macht keine Sorgen und so. Und die hatten natürlich auch keine Maske auf. Darauf wollte ich hinaus. Weiter geht's. Jetzt los hier, die wilden Fahrer. Karussello werden schneller. Ja, das ist hier Ruheraum, ne? Ist ja schon. Oh. Ja. Oh. Ich glaube, der Lokführer hat Durchfall. Ja. Mit Nack meine ich Fotografen und andere Sachen auf Menge und kriege jeden Tag einen Jogginganzug. Schwer, Schnauzertypen zu finden. Sind was Besonderes. Ganz ehrlich, ne? Wenn man einen Schnauzertypen hat, den lässt man nicht mit. Schnauzertypen lässt man nicht mit. Jetzt habe ich natürlich ein, zwei Leute aus Dresden provoziert gefühlt durch meine Geschichte. Fakt ist, dass Sommer, Herbst, die Maskenpflicht, ne, die staatlich angeordnete Maskenpflicht in Dresden nicht ordnungsgemäß eingehalten wurde von allen Beteiligten des öffentlichen Lebens. So, das wollte ich sagen, natürlich, klar. Ey, Bruder, warte mal ganz kurz. Kannst du mir ganz kurz einen Tipp geben? Die muss nach Hamburg, fährt hier die Bahn. Ja, muss auf der Seite warten. Aber geil ist hier auf jeden Fall. Ja, Vitamalz, ne? Als Kind habe ich das mal gespielt. Vor ein paar Tagen habe ich mir das auch gekauft. Einfach so. Beste. Deine Meinung? Bitte? Zu Corona, deine Meinung? Man sollte vorsichtig sein. Meinst du wirklich? Ja, klar. Ich glaube daran nicht. Du glaubst nicht an Corona? Nee, ich glaube, es ist eine Verarschung. Nein. Nicht? Nein. Gibt's das wirklich, ne? Ja. Chat, so wieder redet, was denkt ihr, was hat er genommen? Ist toll geworden, ne? Insgesamt. Ja. Hast du auf Toilette? Ja. Magst du einen Trick? Immer. Aber hallo. Was trinkt ihr denn? Wodka Wolf. Und Wodka. Bist du alleine hier? Nein. Also, aber jetzt ja. Du bist vergeben. Ja. Ja. Du bist auch süß. Du, mit Falten. Oh, das ist süß. Wenn du mal 10 Jahre älter ist, wie alt bist du? Scheiße. Ich finde das immer wieder gut. Verdammte Scheiße, da will ich mir echt einkaufen. Was war das, eine Puppe? Wie weit ist es ungefähr nach Hamburg jetzt? 40 Minuten. Boah, immer noch so weit. Ich bin nur zum Ficken nach Berlin gefahren. Der hört sich aber eher so an, als wenn er irgendwas genommen hat, was ihn ein bisschen down macht. So. Das ist kein, der hört sich nicht an wie ein klassischer Cannabis-Konsument. Vielleicht Opiate oder so? Ein bisschen Tilidin? Bitte? Ich bin nur zum Ficken dahin gefahren. Wir haben nicht gefickt, wir haben rumgemacht. Aber das hat sich gelohnt. Siehst du auf jeden Fall dehydriert aus. Entschuldigen? Ganz kurze Frage. Ich wollte dich eigentlich so klar machen, wie es ist. Ich habe einen Freund. Aber ist okay. So. Wir haben halt 365 Days geguckt. Oh Gott. Das ist doch was für dich. Und da habe ich so Spaß. Dass ihr da macht doch. Dann dachte ich schon so, bitte nicht. Kannst du nicht bitte einfach die Lautstärken anpassen? Bruder. Ich
auch so geregelt vom Typen. Ich hatte Bauarbeiter, kennst du das? Ah, wenn die so arbeiten und das noch braun ist. Mit Zähnen finde ich aber eigentlich auch schwierig. Also wenn jemand eklige Zähne hat. Was? Scheiße, hast du Bauarbeiterhände, Alter? Guck mal kurz deine Hand an. Ich mache ja nichts, ne? Ich bin ja nur hier und hab eine Maus in der Hand, so. Wie kann ich Bauarbeiterhände haben? Aber, oh Mann. Mein Gott. Ich fühle mich so objektifiziert. Nur weil meine Hände benutzt werden. Was zum Teufel? Ich hab auch dabei, aber nicht in meiner Tasche. Mach ne... Ich hab davon so oft gehört. Gibt's wirklich Leute, die sich morgens in der Bahn oder so schminken? Oder frisch machen? Guck mal, die hat ja alles dabei. Wir hätten mal diese Box mitnehmen sollen. Nein, du willst mir erzählen, Leute hören über so eine verfickte kleine Box, die sie quasi rumtragen können, Musik, in der Bahn. Oh no, shit. Ich fühle mich so Boomer plötzlich. Ich frage mich, ob die Leute, die mit der Box rumlaufen, dann so heimlich denken, wisst ihr, ob die quasi rumlaufen, Leute angucken und sich dann so denken, der feiert bestimmt meine Musik. Oh ja, der feiert die. Nice. Wieder hier, ne? Bitte? Klang nach Bier oder so. Ja, ist auch drin. Ah, und Bier weg. Darf ich ja in der Bahn nicht. Hey, bist du doof oder was? Nee. Ja, ey, sag mal. Jawohl. Komm mal da. Ich weiß, dass wir es nicht dürfen. Sorry. Alles gut. Hast schon weg? Das klingt voll wie so ein soziales Center, die Bahn, mit der er fährt. Was ist das für eine Bahn, Mann? Ich würde auch mal gerne mitfahren. Ja. Was? Ruf einen Krankenwagen. Schnell. Kommt da noch was? Hä? Kommt da noch was? Na, denn ich krieg immer, ich hab bis jetzt aber passiert, denk. Pass auf. Hab's eigentlich jetzt gut? Da musst du mal genauer hinfahren. Jetzt vor allem. Nimm die Kondome aus. Hallo, benimm dich mal. Die Grüße, eure Mrs. Freshen. Man hält sein Handy so komisch an sein Ohr so. Wow, what the fuck? Niemals. Nein. Warum sollte man das machen? Das ist öffentlich. Warum macht man das? Erstmal, das ist hier in der Nähe. Eine Zigarette jetzt. Wie? Ja, wir können eine rauchen. Wie lange bleibt ihr hier stehen? Weiß ich nicht. Was ist das denn für Tabak? Handschuh, schwarz. Ih, der riecht wie geraucht. Hast du keine Filter? Nee. Ja. Nee, die rauche ich nicht. Das sind richtige Kanonen. Ey, warum rauchst du das? Oh, das schmeckt. Ich rauche die ganz dicken. Ich muss die rauchen. Du rauchst doch keine Zigarren. Aber nicht durch die Lunge, oder? Klar, ganz normal. Durch die Lunge. Ich bin richtig Durchfall von. Danke, Defi, für die drei geschenkten Subs übrigens, Bruder. Ja. Dankeschön. Was soll ich mir an? Dann laber mich nicht so blöd von der Seite an. Schlammer mich nicht von der Seite an. Mach du mich nicht von der Seite an. Guck mich nicht an, also du Lappe. Wenn du auf deinen Hut nicht aufpassen kannst. Ja, was? Schon wieder. Geh nach da hinten! Schlammer dir nicht zu! Die Warnschüsse haben wir noch für die 2013 mit EX nach Hannover Hauptbahnhof auf Gleis 11. Warten Sie kurz. Bitte, wann Sie da umsteigen nach Hannover, ein bisschen zügig umsteigen. Was? Nee,
Warten oder zügig? Was denn? Da. Unsere Maske. Ach, da. Wo? Oh. Ach, da. Ich meine den Alkohol, der da steht. Die halte ich fest, weil ich die gedingst habe. Die lagen hier. Leerguck nehmen wir mit. Wir sind aus Berlin. Da nimmt man immer Leerguck mit. Echt? Ist das so? Ja. Nee, das ist nicht deine. Das ist deine. Mal halt's Maul. Schwert oder was? Warte mal, ich frage mich übrigens auch gerade, wie oft filmt er sich für sowas? Wisst ihr, was ich meine? Das sieht so aus, wenn er irgendwie permanent sein Handy auf sein Gesicht gerichtet hat, für den Fall, dass was passiert. Und jetzt ist die nächste Frage, erlebt ihr auch solche Sachen in der Bahn oder ist das gerade irgendwie so eine Ausnahmebahn, mit der er fährt? Nein, ach, fick dich. Fick dich, oh. Bitte? Nächster Halt, Wildeshausen. Kannst du die Bluse schicken? Hier, sag ich mal. Ja, gut. Okay. Ja. Sehr gut. Oh Gott, jetzt. Oh, der Typ. Ihr kennt solche Leute, oder? Ihr kennt solche Leute. Oh nein. Okay, das war eigentlich keine Funny Boys, ganz ehrlich. Malte. Oh Mann, nur eins? Malte, mehr davon. Malte, hier, du hast ein Abo. Verdammt, ey.